Ein Junge sagte, hey, macht mit. Diesmal schlagen wir ihm richtig die Fresse ein. Dann gehen wir zu mir und feiern. Ein Junge sagte, der Mann wurde am Oberkörper und an den Beinen getreten. Einer sagte zu dem am Boden liegenden Mann, wer hat dir erlaubt, mich anzugucken? Ein Mädchen sagte, mir fällt noch ein, dass einer gesagt hat, bei dem machen sie nicht so genaue Untersuchungen wie bei uns normalen Menschen. Ich wurde am Abend des 16. Oktober telefonisch durch den Kriminaldauerdienst verständigt, dass in Altbesheim im Wald eine Leiche gefunden worden war. Der Leichenfund war zuvor von mehreren Jugendlichen gemeldet worden. Am Tatort fand ich einen männlichen Leichnam vor. Und die erste Betrachtung zeigte, dass es sich nicht um einen normalen Überfall handeln konnte, sondern dass eine länger andauernde und massive Gewaltanwendung vorgenommen worden war. Aus den Vernehmungsprotokollen zitieren Kinder, die mit den Tätern nichts zu tun haben. Aber es waren Jungen und Mädchen in ihrem Alter. 12, 14, 19 Jahre alt. Mit Knüppeln erschlugen sie einen Menschen. Johann Barbies. In diesem Wald wollen sie mit dem Obdachlosen abrechnen. An der alten Jagdhütte, die der Penner Paul bewohnt. Hier hat es schon öfter Streit gegeben. Auch die Jugendlichen wollen die Hütte für sich. Meistens flogen nur böse Worte, dann irgendwann auch mal eine Schaufel. Sie traf Markus, den Ältesten aus der Clique. Dafür will er den 54-jährigen Mann heute zu einer Entschuldigung zwingen. Mit dicken Knüppeln. Die Jüngeren wollen dabei sein. Sie wollen erleben, wie mit dem Mann abgerechnet wird. Der Paul kam raus und wir waren alle vor der Hütte. Paul hatte sich eine Zigarette angezündet und geraucht. Ich habe ihn gefragt, ob er eine Familie hat oder Kinder. Paul sagte nein. In diesem Moment hat der Junge mit der Faust in Richtung Paul ausgeholt. Ich habe mich sofort umgedreht und einen Jungen in den Arm genommen, weggeguckt, weil ich das nicht sehen konnte. Ich habe dann gehört, wie es immer wieder gebummt hat. Ziemlich oft. Der Paul hat ab und zu Aua gesagt. Und dann wieder gelacht. Das habe ich nicht verstanden. Er sagte einfach nur, Entschuldigung. Deswegen bekam er immer wieder Schläge. Der Penner Paul sollte aber sagen, dass er sich entschuldigt, weil er den Jungen mal mit der Schaufel geschlagen hat. Der Junge sagte, wir sollten uns jetzt raushalten. Wenn sich der Penner Paul wegen der Sache mit der Schaufel bei uns entschuldigt, ist das erledigt und wir fahren weg. Der Mann sagte nichts, lachte nur. Er lachte nicht laut, sondern grinste nur so in sich rein. Da hat es dem Jungen gereicht. Er versuchte es aus ihm herauszuprügeln. Er stummte ihn um und trat ihm in den Rücken. Er trat so fest er konnte. Er hatte schwarze Skaterschuhe an. Er trat so 10-mal. Dann sagte er, jetzt werde ich endlich, und gab dem Penner den Prügel. Einer der Jungen hat mich dann mit den Worten Ladies First aufgefordert mitzumachen. Ich habe aber nicht getreten. Vielleicht wollte der Junge nur, dass wir alle beteiligt sind und keiner den anderen verraten kann. Er schlug überall hin. Auf den Kopf, in den Bauch, gegen die Beine. Ich schätze, er hat so 15 Mal auf den Penner eingeschlagen. Dann beschimpfte er ihn. Du Hurensohn, du Missgeburt, fick dich und so Sachen. Der Penner blutete an der Hand und hielt sich den Kopf. Ich denke, er hatte Schmerzen. Manche haben nur zugeguckt, aber die anderen angefeuert mit den Worten Penner, Arschloch, Wichser, haut ihn zusammen, macht ihn kaputt. Der Penner hat auch jetzt nichts gesagt, keinen Ton. Er hat sich nur auf die Seite gerollt und die Füße zum Schutz an den Körper gezogen. Er hat sich ganz klein gemacht. Zwischenzeitlich haben wir mal aufgehört und eine Zigarette geraucht.
Dem Mann haben wir auch seinen Tabak und die Papierchen zugeworfen. Der hat sich die Zigarette selbst gedreht und geraucht. Als wir gingen, habe ich nochmal den Stock genommen und 2 bis 3 Mal zugeschlagen. Ein Junge hat auch nochmal getreten. Ich war wie im Rausch. Es war ein gutes Gefühl, mich gerecht zu haben. Ich schätze, das Ganze ging so 2 bis 3 Stunden, indem der Junge und wir auf den Penner eingeschlagen haben. Ich glaube, der Penner war schwer verletzt. Mir war klar, dass der Penner sterben kann. Ein Junge und ich gingen zu Paul. Er lag vor der Hütte auf dem Boden und war normal bei Bewusstsein. Über dem rechten Auge war eine Wunde. Wir fragten ihn, ob wir ihn in die Hütte tragen sollen, ihm eine Kerze anzünden sollen. Er wollte das aber nicht. Ich habe noch zu ihm gesagt, dass es mir leid tut, was sie mit ihm gemacht haben. Er sagte, das ist okay. Ich weiß nicht, ob der Mann geschrien oder geweint hat. Er hat aber mehrfach wiederholt, jetzt bringt mich doch endlich um, ich will sterben. Gegen Abend verlassen sie den schwer verletzten Mann. Aus einer Abrechnung ist ein Verbrechen geworden. Auf dem Rückweg an einer Bank weinte meine Freundin und sagte, wir haben jemanden umgebracht. Einer von den Jungs sagte, wir müssen zurück und aufräumen und dann die Polizei rufen. Es war schon dunkel, wir haben die Lichter vom Fahrrad angemacht. Als wir so fuhren, sagte der Junge zu mir, ich habe mich noch von ihm verabschiedet. Ich dachte, dass er noch mal auf den Penner eingeschlagen hat. Am Morgen danach. Der 19-Jährige geht an einen See in der Nähe des Waldes, wo sie den Obdachlosen zusammengeschlagen haben. Er nimmt Bier mit. Die anderen Kinder gehen wie immer in ihre Schulen. Sie schwänzen nicht, sie melden sich nicht krank. Von mindestens 2 Schulen wissen wir, dass die Straftaten auf dem Schulhof besprochen worden sind im Nachhinein. Und dass wir davon ausgehen, dass nachdem man sich dieser Taten gebrüstet hat, der eine oder andere sich an weiteren Misshandlungen in den Folgetagen beteiligen wollte. Es gibt wahrscheinlich eine unbekannte Anzahl von Schülern, die von diesen Taten gewusst hat und zu keinem Zeitpunkt sich an irgendjemanden, sei es Elternteil, Lehrer, sonst irgendwo hingewandt hätte. Das ist eigentlich erschreckend dabei, dass es nicht nur Täter gibt, sondern es gibt auch eine unbekannte Anzahl von Mitwissern. Am nächsten Tag holte ich dann meine Freundin von der Schule ab. Wir wollten zum Paul und nach ihm schauen. Ich hatte für ihn einen Beutel mit Pfirsichsaft dabei. Ich habe ihr erzählt, dass ich nachts geträumt hatte, der Paul ist tot. Johann Barbies starb in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober. Der Tote ist übersät mit blauen Flecken. Die Rippen sind gebrochen. Unterarme und Beine zertrümmert. Er stirbt alleine, so wie er gelebt hat. Er hatte keine Kraft mehr, in die Hütte zu kriechen und starb an Unterkühlung und inneren Blutungen. 3 Jungs standen an einem Weg an einem Seegrundstück. Ich kam mit meiner Freundin dahin. Es war gegen 15 Uhr. Die Fahrräder lagen auf der Böschung. 2 Jungs haben geweint. Einer von uns hat gesagt, Mensch, der liegt ja noch da wie gestern. Ein anderer hat gesagt, das kann doch nicht sein, der hat sich doch gestern noch bewegt. Wir müssen die Polizei rufen. Ein Junge sagte, dass er fast gekotzt hätte, als er bei dem toten Penner Paul war und musste sich hinsetzen. Es hat sich so angehört, als ob er geweint hat. Ein Junge sagte, er ist ganz steif. Geht und holt die Bullen. Die anderen fuhren dann zur Wirtschaft, die dort am Wald ist, und haben erzählt, dass in der Hütte ein Toter liegt. Später kamen sie wieder zu uns. Sie waren ganz fröhlich und haben gelacht. Sie haben erzählt, dass die Polizisten geglaubt haben, der Paul wäre wohl erfroren. Ich habe mit einem Jungen vereinbart, dass wir die Wahrheit sagen, wenn es herauskommt. Unsere ersten Ermittlungen am Tatort haben den Anfangsverdacht bestätigt, dass diese Person eines gewaltsamen Todes gestorben war, nämlich durch massive Schläge und Prügel
offensichtlich getötet wurde. Wir haben deshalb den Staatsanwalt verständigt, der vor Ort erschien, und haben auch einen Rechtsmediziner hinzugezogen. Zusammen mit dem alarmierten Rechtsmediziner wurden weitere Untersuchungen am Leichnam durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass der Mann tatsächlich eines gewaltsamen Todes gestorben war, nämlich massivste Gewaltentwirkung auf nahezu den ganzen Körper, unter anderem mehrere Frakturen. Es hatte dann zur Folge, dass der Staatsanwalt eine sofortige Obduktion des Leichnams anordnete, um möglichst schnell weitergehende Erkenntnisse zu gewinnen. Die jugendlichen Leichenfinder hatten sich bei ihrer ersten Darstellung des Sachverhalts bereits in Widersprüche verwickelt, weshalb wir uns entschlossen haben, diese zu Hause aufzusuchen und nochmal zu ihren Wahrnehmungen zu befragen. Ich kann mich erinnern, in dieser Wohnung, wo ich gewesen war, die Eltern waren wie in allen Fällen sehr kooperativ, zugänglich. Und wir hatten aber doch den Eindruck, dass dieser Jugendliche, den ich befragt habe, an diesem Abend ganz offensichtlich uns eine Geschichte erzählen wollte und sich, je länger diese Befragung dauerte, immer mehr in Widersprüche verwickelte, ganz offensichtlich verschiedene Ereignisse durcheinander mischte. Für uns war recht bald klar, dass dieser junge Mann uns nicht die Wahrheit erzählt. Erschreckend, muss man eigentlich sagen, war der Umstand, dass bei den Vernehmungen der jungen Leute, dieser Jugendlichen, sehr häufig wenig Verständnis zu sehen war, dass nur sehr bedingt Gefühle von Reue eine Rolle gespielt haben. Wer ohne Zweifel beeindruckt war, waren alle Elternteile gewesen. Die Eltern waren alle sehr bestürzt und mussten dann die grausame Wahrheit doch akzeptieren. Ja. Aber für mich nachvollziehbar, zunächst mal die Aussage, mein Sohn, meine Tochter kann da nie dabei gewesen sein. Von den 11 tatbeteiligten Kindern und Jugendlichen konnten wir 10 Personen nachweisen, dass sie aktiv geschlagen und getreten haben. Am Tatort konnte von unserer Spurensicherung folgende Tatmittel festgestellt werden, die von den Jugendlichen am Tatort hinterlegt wurden. Es handelte sich hierbei um einen ca. 1,80 Meter langen und 10 cm starken Pflanzpfahl und zum anderen ein Besenstiel, der zerbrochen war und der von den Jugendlichen reihum gereicht wurde, sodass jeder die Möglichkeit hatte, auf das Opfer einzuschlagen. Hier ist die Hütte, die von dem Opfer bewohnt wurde. Hier lag der Leichnam nach der Tat und hier sind die verschiedenen Prügel zu sehen, die bei der Tat verwendet wurden. Warum sind junge Menschen zu solchen Taten, zu solchen Geschehen fähig? Eine Antwort darauf haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Schlimm waren Dinge, die bei den Aussagen, bei den Vernehmungen dazu Tage kamen. Aussagen, dass man, ich verabschiede dich nochmal von diesem Mann. Das Verabschieden sollte bedeuten, gib ihm nochmal ein paar Fußtritte oder schlag nochmal 2-3 Mal kräftig zu. Oder auch Aussagen wie, wer hat dir erlaubt, mich anzugucken? Oder dass man hier Grenzen aufzeigt, dass man eine Linie auf den Boden zeichnet und dem Opfer vorgibt, er darf diese Linie nicht überschreiten. Also Dinge, die alle in Richtung laufen, dass man hier tatsächlich einen Außenseiter der Gesellschaft als Schwachen misshandelt und nur als Opfer missbraucht. 8 der jugendlichen Täter kommen aus Neulußheim, einem Ort ganz in der Nähe des Hockenheimrings. Einige Male im Jahr sorgen die Autorennen für Aufregung, sonst tut sich wenig in dem Ort. Der 19-Jährige ist der Einzige, der in Untersuchungshaft auf seinen Prozess warten muss. Die 12-jährigen Täter sind nicht strafmündig und auch die 14-Jährigen laufen unbehelligt durch den Ort. Für sie hat der Staatsanwalt keinen Haftgrund gesehen. Sie kommen aus gutbürgerlichen Familien. Das, was die polizeilichen Ermittler später als normales bis gutes soziales Umfeld ins Protokoll schreiben. Doch dann kommt der 15. Oktober, der Tag, der alles verändert und die Wertvorstellungen dieser heilen Welt in Frage stellt. Musik.
Also bei uns im Ort gibt es Gott sei Dank politische Hintergründe in Richtung rechtsradikal, Neonazismus, Ähnliches nicht. Das macht uns auf der einen Seite sehr froh. Das hätte der Bevölkerung in dem Fall die Sache sehr leicht gemacht. Das muss man auch sehen. Denn da wäre die Verurteilung sehr einfach gewesen, wenn es Kinder und Jugendliche gewesen wären, von denen man auf der Straße es sowieso erwartet hätte irgendwann mal. Wo man hätte sagen können, ja, das war ja abzusehen, dass es mal zu so einem Ausbruch kommt. War eine meiner ersten Reaktionen, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank kein Ausländer dabei, Gott sei Dank kein Migrant unter den Tatbeteiligten. Gott sei Dank niemand, der so klar von Anfang an zuzuordnen wäre, als aus dem Haus kann ja nicht viel anders rauskommen. Das hat natürlich den Umgang mit allem schwieriger gemacht und hat eigentlich viel deutlicher aufgezeigt, wie wir alle in solches Handeln verstrickt sind. Aber diese Kinder haben getötet und müssen bestraft werden. Wie kann diese Strafe aussehen, ohne die Zukunft der Kinder zu zerstören? Immerhin lautet die Anklage auf Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Erwachsener geht dafür bis zu 12 Jahre ins Gefängnis. Also die Situation der betroffenen Eltern, deren Kinder zu Tätern geworden sind, die ist unvorstellbar. Dass diese Eltern und Familien haben in einer ganz normalen, heilen Lebenswelt gelebt. Sie waren und sind bürgerliche Familien. Und jetzt sind ihre Kinder dieser Tat verdächtigt und sie müssen für sich das verarbeiten. Mein Kind, dieses kleine Kind, das mal ein niedliches Spielkind war und in das wir auch alle unsere Hoffnung setzen, hat eine Tat begangen, mit welchen Tatbeteiligungen auch immer. Und jetzt ist unser Leben nicht mehr dasselbe. Sie sind einfach aus ihrer Mitte gerutscht. Die Reaktion war natürlich lähmendes Entsetzen, Sprachlosigkeit, unvorstellbar, was da passiert sein kann und was da passiert ist. Zunächst auch mal nicht glauben wollen. Aber gut, dann wurden wir davon überzeugt, dass unsere Schüler tatsächlich an dieser Tat beteiligt waren. Wir haben dann Gespräche geführt mit den Schülern, mit den Eltern, mit dem Kollegium, mit den betroffenen Lehrkräften und haben uns sehr gut und sehr lange überlegt, was wir tun. Es waren Kinder, wie viele andere auch, vor der Tat. Und ich denke, sie haben auch eine Chance verdient nach der Tat, dass sie ihr Leben in den Griff bekommen und dass sie das, was sie da getan haben, aufarbeiten und bereuen können. Aber klar ist auch, dass eine solche Tat mit Konsequenzen geahndet werden muss. Ich habe also diese Schwere der Tat auch mit dem Leid des Opfers natürlich gesehen und mir war klar, selbst wenn es junge Schüler sind, sie werden bestraft werden müssen. Das war ganz klar. Und so habe ich auch mit den Jungen geredet. Sie wussten auch, dass was auf sie zukommen wird. Wir haben auch, wenn sie mit mir sprachen, genau diese Perspektive nicht aus dem Auge verloren. Ich habe ihnen aber daneben gesagt, solange ihr nicht in Haft seid, solange ihr bei euren Familien leben dürft, bedeutet das, dass ihr auch Schüler unserer Schule seid. Und ich sorge dafür, dass ihr weiter zur Schule gehen könnt und dass ihr eine Chance habt bis zu dem Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung und der anschließenden Strafe. Die Eltern entscheiden sich für einen Schulwechsel ihrer Kinder, bleiben aber im gleichen Ort. Die Entscheidung der Eltern auf Schulwechsel ist von mir grundsätzlich schon begrüßt worden, weil es in der Realschule Hockenheim auch Verfolgungssituationen gegeben hat. In der großen Pause rannten Mitschüler hinter diesen Tatverdächtigten her und schrien Mörder, Mörder. Und das ist also pädagogisch untragbar. Das schafft eine Hetzjagdsituation, die man in der Schule nicht ertragen kann. Eine brisante Situation auf den Schulhöfen. Eine enorme Konfrontation, auch für die Lehrer. Ich selbst unterrichte eine der vermutlichen Mittäterinnen. Und immer wenn ich in die Klasse gehe, begegnen mir zwei Bilder dieses Mädchens. Einmal das freundliche, nette Mädchen, zum einen auch das Bild, dass dieses Kind an der Tat beteiligt war. Für mich ist es wichtig, sie im Unterricht wie eine normale Schülerin zu behandeln, denn sie hat ihr Recht auf Lernen, auf Aneignung von Wissen, auf Mitarbeit in der Klasse. Und das ist für uns, für die Schule, sehr wichtig, dass wir den Schülerinnen hier diese Möglichkeit eröffnen.
Die Bestrafung muss später das Gericht ausführen. Auch das war für mich ein entsprechender Lernprozess, dass wir in der Schule nicht eine Verurteilung vornehmen können für das, was die Kinder außerhalb der Schule getan haben. Die Sache muss bald ein Ende haben, sagen viele Neulussheimer. Sie wollen einen Schlussstrich. Viele wollen die Tat bald vergessen. Einigen im Ort ist das schnelle Vergessen nicht möglich. So hat der Kunstschmied Hermann Hoffmann den Totschlag an Johann Barbies in 4 Skulpturen verarbeitet. Ich habe Johann Barbies gut gekannt, habe ihm Hilfestellung gegeben, verschiedene Lebenslage und war sehr erschüttert und betroffen von seinem gewaltsamen Tod. Auch erschüttert, dass Kinder sowas tun. Und das hat mich dann inspiriert zu der Figur in dem Ablauf. Diese Haltung stellt Erwartungshaltung dar. Was ist mit den Kindern los? Was wollen sie von mir? Die zweite Figur, die sagt aus, dass Schläge auf und niederhageln, dass er sich schützen muss. Und letztendlich dann am Boden liegt, geprügelt, mit Knochenbrüch. Und die letzte Figur, die sollte die Nacht zeigen, als er schutzlos im Wald, in der Kälte, der Nacht gelegen ist, um den Tod zu erwarten. So erinnern sich die Neulussheimer an den Mann, der in ihrer Gemeinde lebte, aber dessen Namen sie nicht kannten. Fast täglich drehte er seine Runden in dem kleinen Ort. Das Fahrrad mit dem Anhänger war sein Markenzeichen. Mal holte er Bier, mal fuhr er zum Betteln. Unangenehm aufgefallen ist er nie. Über das Opfer konnten wir ermitteln, dass es offensichtlich 2 Schwestern oder Halbschwestern gibt, die in Nordrhein-Westfalen wohnhaft sind. Und dass die Familie als solche sehr stark zerstritten ist. Wir konnten auch in Erfahrung bringen, dass es, was das Opfer betrifft, Gewalterfahrungen innerhalb der Familie gab. Dass er aufgrund dieser Streitigkeiten und dieser Gewaltausübung innerhalb der Familie die Familie auch verlassen hatte und seit ca. 23 Jahren wohl auf der Straße gelebt hat. Ja, Mitte 20 ist er auf Fahrrad gesprungen. Und ist dann in die Weltgeschichte noch gefahren, ne? Und hat gebettelt, ne? Obwohl er normalerweise sehr fleißig war immer, ne? Und auch eigentlich höflich und alles. Ne? Der hatte einfach keine Lust mehr gehabt. Der hatte keine Lust mehr gehabt am Feierabend. Was hat ihn so verbittert gemacht? Ich denke mal, die schlechte Kindheit. Weil meine Mutter getrunken hat. Mein Bruder, der konnte es nicht mehr ertragen. Wir waren früh schon arbeiten. Ich war schon mit 12 und 10, war ich auf dem Schrottplatz am Arbeiten, hab da Autos mit angehievt. Wir haben schon gut gebuckelt. Das, was wir verdient haben, das muss man da abgeben. Wenn man nicht abgegeben hat, hätte man wieder Trapul gekriegt. Ja, so Liebe gab es nicht zwischen euch, oder? Nein. Nein. Hat Ihre Mutter Sie mal in den Arm genommen? Nein. 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 Am 19. Mai 1949 um 13.20 Uhr wird Johann Barbies geboren. In einer scheinbar ganz normalen Familie.
Er ist das erste Kind von 6 weiteren, die seine Mutter in den folgenden 10 Jahren von 3 verschiedenen Männern bekommt. Auf diesem Foto ist er etwa 14 Jahre, so alt wie die Kinder, die ihn 40 Jahre später erschlagen. ...1971 ist er 22, hat eine Lehre als Schreiner gemacht, geht auf die Walz als Wandergeselle in ganz Deutschland. Zu seinen Schwestern in Siegburg und Bonn hält er Kontakt. Der Rest der Familie ist schon lange hoffnungslos zerstritten. Bei seinen Besuchen will er nur noch auf dem Boden schlafen, so wie er es gewohnt ist, draußen als Wandergeselle. Johann Babies kommt mit dieser Welt nicht mehr zurecht. Er verabschiedet sich von ihren Werten, arbeitet nicht mehr und greift immer häufiger zur Flasche. Vor ungefähr 10 Jahren bleibt er in Neulußheim hängen. Warum? Das weiß niemand. Fast alle kennen den freundlichen Trinker und nennen ihn nur Hennes oder Penner Paul. Mein Bruder war schon klar, dass er was für einen Weg der machte. Der wollte ja keinen anderen Weg. Ne? Der wollte auch nicht mehr in der Wohnung schlafen oder was. Der wollte nur den Weg halten und auf der Straße. Ne? Er lebte quasi den Tag hinein und Feierabend. Also irgendwie ein Ziel hatte keine mehr gehabt. Wollte mein Bruder auch nicht mehr. Der lebte halt glücklich auf der Straße. Auch auf Platte bleibt Johann Barbies Einzelgänger. Wirkliche Kumpel findet der Obdachlose dort nie. Man trifft sich in der Wärmestube, bei der Essensausgabe oder vor dem Rathaus, wenn es Tagegeld gibt. Eigentlich haben die Kinder das vollzogen, was verbal an vielen Stammtischen in unserer Gemeinde und in anderen Gemeinden jeden Abend passiert. Unsere Gesellschaft hat eben diese Geringschätzung gegenüber Menschen, die Ex-Norm sind, die jetzt nicht in die gutbürgerliche Norm passen. Und von daher war es eigentlich in den Köpfen der Kinder schon drin, dass das ein Mensch ist, mit dem man es vielleicht machen kann, weil der nicht von besonderem Wert sei. Mein Bruder hat sich nicht geschämt auf der Straße. Der war immer lustig drauf und. Und er hat auch immer Geld. Der hat zwar immer erbettelt, aber er hatte immer Geld. Der war eigentlich ein lustiger Mensch und ruhiger, sag ich mal. Den Mann habe ich gekannt. Vielleicht 4-mal gesehen. Im Pennymarkt oder auf der Parkbank. Ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Er hat uns mal eine Orange geschenkt. Das Opfer hatte offenbar mehrere Jahre in unserem Raum als Obdachloser gelebt, gewohnt. Haben mehrere Aussagen von Zeugen ergeben, offensichtlich ein sehr angenehmer, ruhiger Zeitgenosse. Keinerlei Auffälligkeiten, keinerlei Probleme mit der Polizei. Also ein Mann, der offensichtlich in Ruhe sein Obdachlosendasein fristen wollte. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass er so lebt, dann hätte ich ihn geholt, mit Sicherheit. Kann man sich gar nicht vorstellen. Knapp 2 Monate nach der Tat wird die alte Jagdhütte abgerissen. Zu früh, sagen die einen, endlich, sagen die anderen. Die Gemeinde will hier einen Baum pflanzen, mit einem schlichten Stein zum Gedenken an diese unfassbare Tat. Trauergottesdienst für den getöteten Obdachlosen in der evangelischen Kirche Neulußheim. ...800 Menschen haben sich eingefunden. Viele Kinder und Jugendliche, einige Obdachlose, auch Angehörige der Täter sind bei der Andacht. Das Fahrrad von Johann Babies am Altar, geschmückt mit Blumen und einer Bierflasche. Es gibt ein Leben nach der Tat. Es ist nur die Frage, wie das Leben aussieht. Einmal für die Täter, dann auch für den ganzen Ort
und natürlich auch die Menschen, die das Opfer gekannt haben. Für die Kinder heißt es, oder für die Täter, wie können sie das, was sie getan haben in ihr Leben, mit hineinnehmen? Denn sie haben einen Menschen getötet und uns Menschen gelingt es einfach nicht, dieses Ungeschehen zu machen. Also ich gehe nicht davon aus, dass diese Kinder und Jugendlichen mit einer Tötungsabsicht herausgegangen sind. Aber die Frage ist doch, warum hat er kein Sicherheitsnetz gezogen? Warum war da keine Möglichkeit da, davon zu erfahren? Warum haben so viele davon Bescheid gewusst oder zumindest eine Ahnung gehabt, aber nichts gesagt? Die Veränderung liegt darin, dass einfach Johann Wabis nicht mehr an der Haltestelle sitzt. Dass er nicht mehr mit seinem Fahrrad durch Leunesheim fährt. Und es ja doch eine spürbare Veränderung ist. Und das, denke ich, es nicht wegzureden ist, dass in unserer Gemeinde ein Mensch erschlagen wurde. Und das einfach ab jetzt zur Ortsgeschichte gehört. Wir müssen mit dieser schrecklichen Tat leben, müssen aber gleichzeitig Wege aufzeigen, die wieder in eine Zukunft führen, müssen da ins Positive führen. Und von daher, glaube ich, haben wir die Chance in der Krise richtig gesehen, sind auch dabei, das zu nutzen, sicherlich in einem Prozess, der langwierig sein wird, der auch nicht einfach ist. Die einfachen Antworten gibt es in solchen Fällen im Regelfall nicht. Wir sind dabei, wir werden da nicht locker lassen und ich hoffe, dass wir die Chance gut nützen und dass wir letztlich alle, unsere gesamte Ortsgemeinschaft, davon auch profitieren können. Die richtigen Antworten haben Sie noch nicht gefunden. Mit der Aufarbeitung an den Schulen will die Gemeinde nach dem Prozess beginnen. Für Sie war es wichtig, dass Johann Wabis einen würdevollen Abschied bekommt. Dafür wurde mit diesem Konzert Geld gesammelt. Tage nach der Tat wird der Obdachlose in seiner Heimatstadt Siegburg auf dem Nordfriedhof beigesetzt. Einen Obdachlosen auf seinem letzten Weg zu begleiten, noch dazu in Verbindung mit einem Gewaltverbrechen, wirft verschiedene Probleme auf. Obdachlos bedeutet Ordnungsbehörde. Ordnungsbehörde bedeutet kein Geld. Gewaltverbrechen heißt, die Polizei beschlagnahmt den Leichnam. Das macht die Sache noch komplizierter. Dem Bestatter und selbst Angehörigen ist erstmal jede Möglichkeit genommen, auf den weiteren Fortgang einzuwirken. Also ohne das Eingreifen der Schwester in den Ablauf, so wie er schon anberaumt war durch das Ordnungsamt, wäre Johann Wabis von der Gerichtsmedizin aus zu einem Krematorium überführt worden, eingeäschert worden und wahrscheinlich anonym bestattet worden. Wir sind dann hingegangen und haben die Überführung auf unser Risiko durchgeführt, um der Schwester zunächst einfach mal zu helfen. Schon 4 Monate nach der Tat hat die Staatsanwaltschaft die Anklage fertig. Der öffentliche Druck ist groß.
Gerade in einem solchen Strafverfahren, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen ist, ist es notwendig, die Würde des Opfers auch in dem Strafverfahren zu schützen. Und insofern hat es auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht für erforderlich erachtet, seine Schwester in dem Strafverfahren als Zeugin zu hören. Sie soll uns berichten, was Johann Babis für ein Mensch war, was er für ein Leben gelebt hat, nämlich als ruhiger, friedfertiger Mensch, der sich von der Gesellschaft sicherlich verabschiedet hat, aber gleichwohl niemand zur Last gefallen ist. Das muss rauskommen. Nicht der aggressive Penner, der auf die Jugendlichen losgeht, der sie provoziert, sie reizt, dass die Armen nicht mehr wissen, wie sie sich wehren können, außer durch eine solche Tat. Das wird die Hauptverhandlung nicht ergeben und das wird uns die Schwester berichten, nämlich dass ihr Bruder ein ruhiger, friedvoller Mensch war, der es nicht verdient hatte, auf diese Art und Weise von der Welt scheiden zu müssen. Kurz vor dem Prozess bekommt die Schwester des Toten Briefe von zwei Kindern. Liebe Angehörige, ich bin auch einer der Jungs, die dabei waren und mache mir Tag und Nacht die schlimmsten Vorwürfe. Ich möchte um Verzeihung bitten, obwohl ich glaube, dass Ihnen das unmöglich sein wird. Eigentlich bin ich ein ganz normaler Junge, der etwa 4 Monate vorher zu dieser Gruppe gestoßen ist. Wir waren nie gewalttätig, haben oft Basketball gespielt oder waren schwimmen. Wie es zu dieser mir unfassbaren Tat gekommen ist, weiß ich nicht. Ich hätte Ihrem Bruder so gerne geholfen. Ich wollte einen Krankenwagen holen, aber einer hat gesagt, dass er uns genauso zurichtet, wenn wir das tun. Ich hatte so schreckliche Angst. Ich leide seit dieser grausamen Tat schrecklich und versuche, mit meiner Schuld zu leben, was mir jedoch nicht gelingt. Solange ich lebe, vergesse ich nicht, was an diesem 15. Oktober passiert ist. Vielleicht ist Ihnen das ein kleiner Trost. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die Zukunft und hoffe, dass Sie mir irgendwann verzeihen können. Ein Mitschuldiger. Mittlerweile gehe ich auf das Gericht. Vorher wollte ich nicht, ne? Weil ich das mit der Hand tun wollte. Aber die 9 Jugendlichen haben meinen Bruder umgebracht, weil er ein Obdachloser ist, haben reingeschlagen und keinen Arzt angerufen und haben da liegen gelassen. Der ist quasi erbärmlich gestorben. Liebe Angehörige, ich möchte Ihnen sagen, wie fürchterlich leid es mir tut, was mit Ihrem Angehörigen passiert ist, und mich bei Ihnen entschuldigen. Bis heute kann ich nicht glauben, dass ich bei dieser Sache dabei war und auch mal zugetreten habe. Doch ich war auch ein Opfer des Hauptverdächtigen, der mich auch oft geschlagen hat. Ich habe versucht, ihn zu stoppen, doch ich hatte keine Chance. Wegen meiner Angst vor ihm traute ich mich auch nicht, Hilfe zu holen oder die Polizei. Selbst meinen Eltern traute ich mich nicht, die Sache zu erzählen. Ich hoffe, dass Sie meine Entschuldigung annehmen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Ich will Gerechtigkeit haben. Und die Jugendlichen müssen bestraft werden. Zurzeit sieht es so aus, dass alle Schuld dieser ganzen schrecklichen Tat und auch des Taterfolgs auf den Schultern meines Mandanten ausgetragen wird. Es kristallisiert sich allerdings heraus, dass die Tatbeteiligung meines Mandanten, also des Markus, genau die gleiche Tatbeteiligung gewesen ist, möglicherweise sogar noch eine zum Teil geringere, wie die der anderen Mitangeklagten. Allerdings ist es verständlich und auch nachvollziehbar, dass die breite Öffentlichkeit und auch die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde selbstverständlich einen Sündenbock finden möchte und den Sündenbock natürlich auch in dem gefunden haben will, der als brutaler Schläger sich am besten darstellen lässt. Wenn jemand über 2 Meter groß ist und entsprechend gewalttätig allein schon aussieht, dann ist es ein leichtes, dem die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil man es sich einfach nicht vorstellen will, dass normal gewachsene 14- und 15-jährige Jugendliche, die meines Erachtens noch Kinder sind, diese Gewaltbereitschaft nicht nur haben, sondern auch gewaltbereit und auch diese Gewaltbereitschaft umsetzen in die Tat. Landgericht Mannheim, 11. Prozesstag, der Tag der Urteilsverkündung. Das Interesse der Medien ist groß, doch die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen.
Der vorsitzende Richter fragt die Jugendlichen: Kennt ihr den Artikel 1 unserer Verfassung? Sie wissen es nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, fährt der Richter fort und sagt: Diesen Satz dürft ihr euer Leben lang nicht vergessen, denn diese Würde habt ihr Johann Babis genommen. Dann sein Urteil. Nur Markus, jetzt 20, muss ins Gefängnis, für 5 Jahre. Bei guter Führung ist er in 2 Jahren wieder frei. Seine Freunde dürfen nach Hause, ihre Strafen zwischen 15 Monaten und 2 Jahren auf Bewährung. Das war sicherlich ein sehr faires Urteil und man muss auch sehr dankbar sein, dass die Kammer das Verfahren so geführt hat, wie sie es geführt hat, dass man sagt, okay, es wurde wohl den Interessen aller Beteiligten gerecht. 2 Jahre Bewährung, was meinen Mandanten betrifft, ist eine sehr faire Chance, auch für ihn und für die Zukunft, dass er das auch verarbeiten kann. Das Gericht sprach dort auch deutliche Worte. Und insgesamt muss man sagen, es ist also mehr als faires Urteil. Diese Opferbetrachtung, die war auch sehr wesentlich und das war auch, wie ich meine, eine unglaublich gute Darstellung und Begründung, warum man in diesem Fall, was die Öffentlichkeit im Moment nie verstehen kann, doch zu einer Bewährung kommen kann. Meines Erachtens ist auch im Rahmen des Strafmaßes mit einer Jugendstrafe von 5 Jahren hier der Schwere der Tat und auch dem entsprechenden Schuldspruch gerecht geworden. Allerdings fühlt sich mein Mandant ungerecht behandelt, insofern, als dass er sich als einziger jetzt wieder im Gefängnis finden wird und die mitangeklagten Täter, die seines Erachtens genauso gehandelt haben wie er und auch das gleiche Strafmaß verdient hätten wie er, wieder auf freiem Fuß sind. Das Gericht hat für die Zukunft der Kinder entschieden. Aber Johann Babis ist tot. Und erst mit seinem Tod hat er seinen eigenen Namen zurückbekommen. Aus dem Penner Paul, aus Hennes, ist wieder Johann Babis geworden.